Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir uns mal der Optik bei dem Z3 widmen. Wie ich schon erwähnt hatte, habe ich hier neue Felgen für den guten Wagen gekauft. Die kommen auf jeden Fall runter. Es werden wieder 17 Zoll Felgen, Original M Felgen. Das werde ich euch dann später nochmal zeigen. Die Bremssättel hätte ich dann auch mal vor in blau zu machen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Wenn es mir dann am Ende nicht gefällt, werde ich es dann halt wieder ändern. Zusätzlich habe ich neue Scheinwerfer. Mir ist bereits das Problem aufgefallen, dass hier die Angel Eyes funktionieren, auf der Seite aber nicht. Wir werden da mal schauen, was wir da so machen können. Die neuen Scheinwerfer sind wieder mit Angel Eyes, aber diesmal in einer anderen Optik. Ich weiß, originale Scheinwerfer wären hier wirklich super, würde ich mich persönlich auch sehr drüber freuen, aber ist preislich einfach in einem Rahmen, den ich einfach nicht bereit bin zu zahlen. Also weiße Scheinwerfer, also wo die Blinker hier weiß sind, als Original BMW-Scheinwerfer, sind halt deutlich über 1000 Euro bei eBay zu finden. Und das ist mir einfach zu viel. Also gerade bei diesem Low-Budget-Projekt müssen wir da halt auch ein bisschen auf den preislichen Rahmen schauen. Was mich jetzt über die Zeit auch immer mehr stört, ist hier unten dieses Tagfahrlicht. Ich gehe mal kurz rein und mache das mal an. Das geht nämlich automatisch an, sobald man nicht das normale Abblendlicht anhat. Ja, grundsätzlich sieht es ja ganz okay aus. Passt aber einfach nicht zu einem Z3 aus der Zeit. Da werde ich also definitiv auch mal in nächster Zukunft auf die originalen Nebelscheinwerfer umrüsten. Ich mache mal ganz kurz wieder aus, dann zeige ich euch noch was. Und zwar ist das hier auch so richtig blöd verklebt worden. Das habe ich auch erst später entdeckt. Sieht gar nicht gut aus. Also das gefällt mir einfach nicht, das wird auch nochmal geändert. Außerdem werden wir hier auch zwei neue Nieren bei dem Wagen verbauen. Da habe ich mir auch andere Sachen gekauft, die mir besser gefallen. Und das soll erstmal fürs Erste für die Optik das sein. Es wird aber noch deutlich, deutlich mehr folgen. Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es hier neue Seitenschweller, eine neue Heckstoßstange und mit der Front habe ich auch noch ein bisschen was vor, aber nach und nach. Ich würde mal sagen, wir steigen ein, fahren los und ich zeige euch mal die Felgen, die ich da gekauft habe. Da habe ich nämlich auch schon ein bisschen was dran gemacht, also bis gleich. Ich bin halt wirklich mal gespannt, wie euch meine Ideen so zur Optik gefallen, weil es wird halt nicht alles hundertprozentig original sein, aber ich versuche es halt irgendwie halbwegs hübsch aussehen zu lassen, also so, als wäre es original, sag ich mal. So in die Richtung. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich euch da so versuche zu vermitteln. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass es nicht nach so einem Billo-Tuning aussieht. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ja, drückt mir die Daumen. Es ist bei dem Fahrzeug leider nicht anders möglich, weil die Teilekosten sind inzwischen schon so hoch an einiger Stelle. Da lohnt es sich einfach nicht, Originalteile zu verbauen. Gerade nicht bei so einem Exemplar, was ich hier geholt habe. Ich habe euch mal rausgestellt, welche Felge ich hier für den Wagen gekauft habe. Es ist die Styling 68 geworden. Ja, passend zum Fahrzeug, 17 Zoll. Ich habe die auch bekommen mit echt fast neuen Reifen. Ich musste das Ganze hier aber einmal mit Plastidip überlackieren, denn die sahen nicht mehr so toll aus, gerade hier drin. Und ich wollte das halt gerne dann in schwarz haben. Passt halt auch zur schwarzen Optik vom Fahrzeug. Ich habe hier allerdings das M-Logo mit überlackiert, weil ich das nicht rausreißen wollte. Ich werde gleich mal versuchen, ob ich das mit so einem Skalpell oder so hier rausschneiden kann. Also so, dass die schwarze Plastidip-Schicht da wieder abgeht. Das sollte aber so funktionieren, eigentlich ohne weiteres. Wir haben hier zurzeit auch eine H&R-Spurverbreiterung verbaut. Die werde ich sicherlich auch übernehmen. Ganz wichtig da natürlich, dass man die dann auch einträgt, denn die sind immer eintragungspflichtig, die Spurverbreiterungen. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal mit dem Messer hier an den Seiten so ein bisschen angezeichnet, wo ich das ablösen möchte. Und jetzt einfach mit dem Fingernagel rauspulen und dann funktioniert das auch einwandfrei. Bei allen anderen Felgen hat es besser funktioniert. Jetzt, wo ich es euch mal zeigen will, funktioniert es nicht ordentlich, aber hat trotzdem geklappt, sieht vernünftig aus. So, nachdem ich nun die Felgen aufgezogen habe, ist mir aufgefallen, dass das mit den Distanzscheiben hier nicht hinhaut. Also die schauen dann viel zu weit raus. Ich kann es mal hier von oben zeigen. Der ist jetzt aufgebockt nach der Wagen, aber man sieht es ganz doll. Also das Profil wird ja nicht mal annähernd abgedeckt. Also die werden rausfliegen, aber ich kann mir vorstellen, dass die selbst ohne Distanzscheiben sehr, sehr gut passen hier. Ja, neue Reifen ohne Spurplatten sind jetzt drauf. Meine Laune ist trotzdem echt richtig krass im Keller. Ich habe hier die Nieren drauf gemacht, die auch nicht zu 100% passen. Es war mir fast schon klar, dass ja hier kein Originalteil ist. Wir machen mal die Motorhaube auf. Ja, neue Scheinwerfer einbauen. Hat sich hier als Katastrophe wirklich rausgestellt. Ich weiß wirklich nicht, was man sich dabei gedacht hat, hier so ein Chaos mit den Kabeln anzurichten. 1000 Querverbindungen,
da blickt wirklich keiner mehr durch. Also ich bin auch absolut kein Technikexperte, was diese ganze Elektronik am Auto angeht. Ich werde das definitiv in Hände geben, die mir den Wagen endlich mal wieder verkabeln, so dass das Ding nicht an der nächsten Ecke abfackelt. Rechte Seite funktioniert auch kaum noch. Keine Ahnung, also dieses Tagfahrlicht, das muss einfach nur noch raus. Ich habe es, wie gesagt, gerade versucht, die neuen Scheinwerfer einzubauen. Ich kann euch die gerne mal zeigen. Das sind die Scheinwerfer, die hier ans Auto ran sollten. Ich zeige euch die mal neben den alten. Zack, die sind halt schwarz, würde halt zur schwarzen Gesamtoptik viel besser passen. Aber das muss definitiv jetzt warten, weil da muss die Elektronik jetzt erstmal stimmen und dann können wir da weitermachen. Punkt 2, ich hatte euch erwähnt, dass ich gerne hier die Bremssättel blau machen wollte. Mir ist aufgefallen, gehen wir mal lieber zur Hinterachse dafür. Da sieht man es deutlicher. Der Bremssattel sieht nicht mehr super aus. Die Bremsbeläge sehen auch alles andere als toll aus, also die Scheiben und die Beläge. Dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass im Winter hier das wahrscheinlich ein neues Fahrwerk Einzug hält. Also Stoßdämpfer, Federn und ja, alle Querlenker einmal erneuern und eine neue Bremsanlage. Das bedeutet einfach mal alles general überholen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal gelassen, das noch blau zu machen. Das wäre unnötige Arbeit, denn es muss hier wirklich alles raus im Winter und das wird dann auch geschehen. Ja Leute, ich habe gerade die richtig schönen Teile abgeholt, aber dazu in einem anderen Video mehr. Wie schon versprochen, das dauert noch ein wenig. Es ist etwas Zeit vergangen und die Scheinwerfer sind jetzt auch endlich drin. Ich habe da Hilfe bekommen von dem YouTube-Kollegen, von dem Chris. Da nochmal vielen, vielen Dank. Ohne dich hätte ich das halt wirklich nicht geschafft. Das war wirklich ein komplettes Chaos, was die Kabel hier angeht. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir mussten das hier alles nochmal neu, ja, halbwegs neu verkabeln. Das funktioniert jetzt auch alles. Die Angel Eyes gehen soweit. Das ist alles schick. Und das Tagfahrlicht ist jetzt noch drin geblieben. Das werde ich aber auch demnächst rauswerfen. Allerdings werde ich das dann zusammen mit der Neulackierung der Stoßstange machen. Wie ihr schon erkennen könnt, ja, tolle Sache. Ist mir hier jemand reingefahren und einfach weggefahren bei mir in der Straße. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und zu guter Letzt, neulich stelle ich den wieder in der Straße ab und ein zweites Mal fährt noch jemand rein und fährt auch weg. Das ist natürlich sehr schön. Ich ärgere mich natürlich ein bisschen drum, aber auch nicht so doll, denn die Stoßstange vorne wollte ich sowieso lackieren. Aber so ein Verhalten ist halt wirklich nicht schön. Also, dass man sich dann auch nicht meldet, wenn man jemanden reinfährt. Aber naja, ist halt wie es ist. Ich werde vielleicht meine Winterpause auch mal das hier in Angriff nehmen, dass ich das hier abbaue und einfach mal neu lackiere und wieder hübsch mache. Ich mache jetzt noch mal kurz zu. Schreibt mir noch mal gerne in die Kommentare, wie euch das jetzt gefällt mit den neuen Felgen, den neuen Scheinwerfern. Ich finde, das ist sehr, sehr stimmig geworden und viel, viel hübscher als vorher. Wir werden jetzt auch noch mal in Angriff nehmen müssen, hier die Spaltmaße ordentlich zu machen. Das liegt an der Einstellung der Haube. Vorher war die hier sehr dicht anliegend und auf der anderen Seite nicht. Ich habe mich da jetzt ein bisschen rumgedoktert, aber das wird dann auch noch mal der Karosseriebauer machen, wenn hier die Frontschürze und anderen Teile lackiert werden. Den Seitenschweller, ja, den hat es auf jeden Fall zerlegt. Ihr seht schon, der bröselt komplett weg. Unten haben wir auch schon eine leichte Durchrostung. Hier sammelt sich ja auch immer der Dreck hier hinter und dann rostet das Ganze von innen. Ich habe ja schon angeteasert, dass ich dafür auch neue Seitenschweller habe. Das wird aber allerdings erst nächste Saison geschehen. Also wahrscheinlich sogar eher in der Winterpause kommen dann die neuen Seitenschweller ran. Ich werde dann auch noch mal ein Video dazu machen, wie ich die hier abbaue und wir uns dann mal gemeinsam angucken, wie weit der Rost dahinter schon fortgeschritten ist und was für Maßnahmen wir da noch ergreifen müssen. So Kleinigkeiten wie die Türdichtung werden wir dann auch noch mal neu machen. Die ist hier halt typisch auch beim E36 hier komplett kaputt. Die kommt auch mal neu. Und auch die Stoßstange hinten wird neu kommen. Ihr seht schon, die hat auch schon so einige Macken, ganz besonders hier an der Ecke. Da habe ich auch schon eine neue Stoßstange, wie schon erwähnt, kommt noch alles. Beim Innenraum soll ja ein neues Lenkrad reinkommen. Ich habe mir da so zwei, drei Designs rausgesucht. Ich bin mir halt noch nicht sicher, welches ich von denen einbauen möchte. Wir werden hier dann die ganzen Folien einmal abziehen. Das wird, glaube ich, der Schritt jetzt nach meinem Sommerurlaub sein. Dann habe ich mir gedacht, dass ich das hier alles mit Alcantara schön beziehe, also die Mittelkonsole, und den Innenraum allgemein mal hier so hübsch mache. Also wie ihr das wahrscheinlich schon aus meinem anderen Video kennt, vom E46 werde ich dann auch versuchen, mal hier das Leder so ein bisschen aufzubereiten. Aber ich merke schon, viel zu machen wird hier nicht sein. Hier ist auch schon wieder so ein neuer Riss gekommen. Naja, man kann es ihm halt auch nicht verübeln nach den ganzen Kilometern. Technisch hat er sich bisher sehr gut geschlagen. Ihr hattet ja gesehen, ich habe einen schönen Service bei dem Fahrzeug schon gemacht. Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass, wenn der Wagen warm ist, nicht ganz sauber beschleunigt. Also man hat so, ja, Leistungslöcher, nenne ich mal. Also die Drehzahl, die steigt lineal und dann gibt man mal richtig Gas oder so Halbgas und dann kommt mal lange nichts und dann kommt plötzlich wieder was.
Ich vermute, das liegt eventuell an einer dreckigen Drosselklappe, dass die verunreinigt ist. Die werde ich dann auch nochmal ausbauen und auch mal reinigen. Sollte das nicht helfen, werden wir dann mal weiterschauen. Könnte natürlich auch in Richtung Luftmassenmesser oder halt auch Lambda-Sonde gehen. Das aber, wie gesagt, kommt auch nochmal später nach meinem Urlaub. Die ersten Sachen, die wir hier nochmal machen werden dieses Jahr, ist auf jeden Fall den Innenraum und diese technischen Geschichten. Und was die Optik außen angeht, das folgt dann auf jeden Fall in der Winterpause bzw. nächsten Jahr. Und dann sollte der Wagen auch sehr, sehr ready sein und schön aussehen. Ich hatte ja schon vorhin erwähnt, also das Fahrwerk komplett neu. Dann kommen hier noch, wie gesagt, andere Schweller, eine andere Heckschürze und ein paar Sachen werden lackiert. Dann natürlich eine schöne Politur für das Fahrzeug. Ich hoffe, euch hat dieses Update zum Z3 gefallen. Bleibt auf jeden Fall dran, hier folgen definitiv noch viele Sachen. Ich habe ja auch noch den E34, da kommen jetzt auch noch ein paar Videos dazu. Und in meinem Sommerurlaub werde ich euch dann auch wieder nochmal ein neues Auto vorstellen, was da, ja, da auf mich schon wartet. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Optik bisher vom Z3 findet. Ob das Ganze in Ordnung geht mit den Scheinwerfern, wie ihr die Felgen findet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.